Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Heute machen wir weiter und zwar die Nachbereitung der ersten Mission. Und zwar habe ich vor, die Treibstofftanks wieder zurück auf die Erde zu bringen. Das wird natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Und zwar habe ich hier diese Mini-Module. Da sind vier Fallschirme dran, wie ihr sehen könnt. Das docken wir an die Treibstofftanks an. Ich habe hier zwei Stück. Das heißt, pro Flug werden wir zwei Treibstofftanks auf die Erde zurückbringen können. Die vier Fallschirme reichen auf jeden Fall aus, um die Tanks zu verlangsamen. Es kann natürlich trotzdem noch sein, dass irgendwie die Andockluke von den Tanks kaputt geht. Aber das sollte nicht allzu schlimm sein. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall zwei. Das heißt, wir werden zwei Flüge machen. Und zwar mit der Atlantis 2, genau. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los und holen uns die Tanks. Thank you.
So, da sind wir gelandet. Beide Tanks sind jetzt hier und ihr seht, einer davon ist umgekippt. Es war wie so ein Domino-Effekt, der andere Tank ist auch fast umgekippt. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ansonsten hat alles geklappt. Ja, das war einigermaßen okay. Dann gehen wir mal zur Rakete. Und ja, die hat halt ein Bein verloren. Aber ansonsten hat ja alles andere geklappt. Also damit bin ich sehr zufrieden. Und jetzt schauen wir mal. Ja, wir sind ein bisschen weit weg von dem Tank da. Wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber ich hatte halt auch so ein bisschen Angst. Also es war mein erstes Mal, also hier in dieser Welt. Liegt auch vielleicht daran, dass ich halt aufgenommen habe. Deshalb, ja, hoffe, ihr verzeiht es mir und ich werde es jetzt natürlich nochmal versuchen bei den anderen beiden Tanks. Und das war es hier auch so ziemlich. Wir schauen nochmal kurz vorbei bei der MS Colony und ihr seht, da sind halt jetzt die Tanks weniger, also zwei Tanks sind weg und da haben wir noch zwei. So, ja, das waren schon zwei komische Missionen, muss ich sagen. Diesmal sind beide Tanks umgekippt, eins nach dem anderen. Ja, schauen wir uns die Rakete an. Beide Beine sind abgebrochen, aber ansonsten ja nichts, also das sollte nicht allzu schlimm sein. Wir sind auch diesmal viel, viel näher am Start gelandet und das ist sehr schön. Ja, also wir haben hier die zweite Mission, hier haben wir die erste Mission und wo haben wir da die MS Colony, hat noch ein paar Treibstofftanks verloren und jetzt können wir hier auch ein bisschen wieder den Orbit herstellen, den es vorher hatte oder ja, so.
Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so komisch wackelt. Einmal bitte stillhalten. Okay. Das will nicht. Egal, lassen wir es einfach. Und zwar sammeln wir hier ein. Mission beenden. Ja, das ist so die ganz gewöhnliche Sache da. Und da auch. Ja, das ist alles im Grunde dasselbe. Und hier können wir auch beenden die ganzen Tanks und die Rakete. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.